Was macht eigentlich Philipp Lahm heute? Nach Lahms Karriereende 2017 in München gab der DFB bekannt, dass Lahm die DFB-Elf zur WM 2018 in Russland als Botschafter begleitet. Am 27. August 2018 bekam Deutschland dann den Zuschlag von der UEFA für die EM 2024, wodurch Lahm wiederum zum Chef des Organisationskomitees für die kommende EM wurde. Außerdem ist er seit Sommer 2022 als sportlicher Berater beim VfB Stuttgart tätig.